Hallo, liebe Kinder. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem kleinen Jungen, der hieß Peter, und seiner größeren Schwester Susi. Die durften ihre Ferien bei ihrer Oma auf der Farm verbringen. Und sie fanden das so schön. Man konnte da so herrlich spielen. Der Peter hatte eine Schleuder. Wisst ihr, so ein Ketti? Wo man so einen Stein reintut und dann schießt man. Und er hat manchmal getroffen und manchmal nicht. Und dann hat er eines Tages wieder geschossen. Und die Oma hatte eine zahme Ente. Und da hat er wahrhaftig die Ente getroffen. Tot. Und da hat er so einen Schreck gekriegt. Dachte, was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht meiner Oma sagen, ich habe ihre Ente erschossen. Und wisst ihr, was er da getan hat? Da hat er ein Loch gegraben und die Ente begraben. Und wer hat das gesehen? Seine Schwester. Sie hat aber nichts gesagt. Nur am Abend, da mussten die Kinder immer helfen. Sie mussten den Abwasch machen. Und dann sagte die Schwester, wir machen den Abwasch, aber ich glaube, Peter möchte ihn lieber machen, ganz allein. Und zu Peter flüsterte sie, denk an die Ente. Und dann hat Peter den Abwasch gemacht. Und jeden Tag danach, immer wenn es was zu arbeiten gab, da hat die Schwester gesagt, oh, Peter hat gesagt, er wird es immer machen. Denk an die Ente. Und Peter musste arbeiten, immer alleine schuften. Die Susi hat schon mit der Oma vorm Fernseher gesessen oder ein Spiel gespielt und er musste eben in der Küche arbeiten. Und das nach ein oder zwei Wochen, da war das ihm zu dumm, dachte er, ich muss einfach meiner Oma sagen, was passiert ist mit der Ente. Und als er seiner Oma das sagte, ach Oma, ich wollte es gar nicht, aber ich habe deine Ente erschossen, dann habe ich sie begraben, es tut mir so leid. Und da sagte die Oma, ich habe alles gesehen, ich habe aus dem Fenster geguckt und ich habe dir schon vergeben. War er froh. Und dann konnte er die Ferien weiter genießen. Ach, die Schuld war von ihm ab. Und wisst ihr, so geht es uns auch. Der Teufel will uns immer erinnern an unsere Schuld. Und wenn man so alt ist wie ich, dann hat man viel Schuld. Man hat vieles falsch gemacht oder hat etwas nicht gemacht, was man machen sollte, hat viel verpasst. Und so kann es einen sehr runterdrücken, wenn man immer wieder an seine Schuld erinnert wird. So wie die Ente, denk an die Ente. Und dann hat Gott gesagt, Jesus ist doch für dich gestorben. Jesus hat deine Schuld von dir genommen. Ich habe dir vergeben. Und da ist die Schuld weg. Wir dürfen zu Gott kommen und uns entschuldigen. Und dann nimmt er uns die Schuld weg. Und dann dürfen wir fröhlich sein. Fröhlich ein Kind Gottes sein. Und unserem Vater im Himmel danken und Jesus. Hoffentlich geht es euch weiter sehr gut. Alles Gute von mir. Tschüss.